Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Gwent Talk. Heute mal wieder mit, ja, neuen Iron Judgment Karten. Bald ist es soweit. 2 Tage haben wir noch bis zur neuen Erweiterung. Und ich denke mal, dass wir in den nächsten Tagen auch noch einen Enthüllungs-Livestream kriegen, weil uns fehlen, wenn ich gezählt habe, noch einige Karten. Wir hatten jetzt pro Folge immer so 12 bis 15 Karten. Das heißt, da fehlen natürlich noch ein paar. Und ich denke mal, dass wir die entweder heute oder morgen als Enthüllungs-Livestream kriegen. Ich weiß es allerdings nicht ganz genau. Ich denke aber mal schon. Und heute sind ein paar echte gute Goldstücke dabei und ich bin auf eine Karte gespannt, was ihr zu dieser Karte sagt. Die neue Philippa Eilhardt. Aber ja, fangen wir erstmal an mit einer Karte für die nördlichen Königreiche und zwar den guten Volmir. 7 Provision, 5 Punkte, eine Rüstung. Mit dem Ausspieleffekt, er boostet eine verbündete Einheit und alle ihre Kopien um einen Punkt und gibt ihnen eine Rüstung. Ist eine Karte, die ist jetzt nicht unbedingt spektakulär. Es gibt die Möglichkeit natürlich für die nördlichen Königreiche mehrere Kopien einer Karte zu erschaffen. Man müsste aber mindestens 2 Kopien treffen, damit diese Karte von den Punkten her sich lohnen würde. Na, das ist nicht allzu schwer, aber es ist auch nicht allzu leicht. Man kann natürlich auch lucky sein, kann vielleicht so 5 blaue Streifen treffen. Dann ist die Karte immer noch 10 für 7. Was ganz gut ist, weil diese Karte funktioniert ziemlich gut mit Wiskert in dem Fall, dass der dann weitere 5 Aufladungen kriegt, wenn diese Karten noch nicht geschwächt sind. Aber ja. Es ist eine interessante Karte, die ist größtenteils für einen Boost-Deck da, aber gerade Boost-Decks spielen nicht unbedingt mit den blauen Streifen. Und ich weiß nicht, ob es für einen Boost-Deck unbedingt so leicht ist, 2 Kopien einer Karte aus Feld zu erschaffen. Wir haben natürlich noch Möglichkeiten wie Königin Adalia. Ich persönlich finde die Karte okay, aber ich denke mal, die wird nur, wenn überhaupt, in sehr speziellen Decks Einklang finden und nicht wirklich in jedem Deck standardmäßig drin sein. Dann haben wir den guten Dunimir of Troy. Und ja, das ist der Verteidiger für die nördlichen Königreiche. Viele haben natürlich gefragt, ob es eine Karte gibt, die Rüstung und Schild hat. Und natürlich musste sie aus den nördlichen Königreichen kommen. 9 Provision, 6 Punkte, Verteidiger, Schild und 2 Rüstung. Also im Prinzip ist diese Karte so ein bisschen wie, ja, wie möchte ich es sagen? Bisschen wie der Höhlentroll. Das Interessante ist halt nur, wenn der Gegner nicht die Option hat, effektiv wenig Schaden zu machen, ein oder zwei, dann fängt das Schild unfassbar viel an Punkten ab. Im Vergleich zu einem Höhlentroll haben wir natürlich schon 4 Stärke weniger. Das heißt, das Schild sollte mindestens 4 Schaden abblockieren, was aber durchaus machbar ist. Das Problem an diesem Verteidiger ist, ich denke mal, mit Verteidigern wird sehr oft hangiert, indem man sie reinigt. Was ist denn los? Hör auf zu mauzen. Indem man sie reinigt. Und reinigen würde bei dieser Karte sofortig Verteidiger und Schild entfernen. Für die nördlichen Königreiche, gerade für die nördlichen Königreiche, ist ein Verteidiger aber sehr, sehr stark. Weil die nördlichen Königreiche hat sehr viele gute Engine-Karten. Ne? Der Morkus hat es ja schon mal gesagt, stellt euch mal vor, ihr würdet den mit einer Königin Kalenta ausspielen und im selben Zug vielleicht vorher den Visigoth ausgespielt haben. Dann hätte man erstmal einen Visigoth auf dem Feld, der nicht so leicht wegmachbar ist. Weil man kann ihn natürlich nicht direkt anvisieren. Also, auch wenn die Stats vielleicht ein bisschen schlechter sind als von anderen Verteidigern, möchte ich fast sagen, dass dieser Verteidiger sehr, sehr dominant sein wird, einfach weil nördliche Königreiche ihn so gut benutzen können. Und von daher eine ziemlich gute Karte, die in ziemlich vielen Decks Einhalt finden wird. Machen wir weiter. Und ja, da haben wir sie schon. Viele werden oder viele werden den kennen, den guten Savola. 9 Provision, 6 Punkte, ist auch ein Charakter aus der ganz berühmten Witcher 1 war. Profit von 2, Tribut von 9, spawnt Savolas Frightener in dieselbe Reihe. Diese Karte ist im Prinzip ähnlich wie Philippa Eilhardt, nur ein bisschen, sie funktioniert ein bisschen anders. Wir können nicht zum Gegner klauen, wir spawnen selber eine Einheit. Ne? Er selber bringt uns so schon mal 8 Punkte, dadurch, dass er uns noch einen doppelten Profit gibt. Der Nachteil in ihm ist, wir brauchen auf jeden Fall 9 Münzen oder wir brauchen 7 Münzen, eher gesagt, damit wir ihn auslösen können. Der Profit kommt natürlich vor dem Tribut. Aber ja, stellt euch mal diese Karte mit Madame Luisa vor. Denn der Frightener hat 12 Punkte und 6 Rüstung. Das heißt, insgesamt, wenn man alles zusammenzählt, wir brauchen 7 Münzen, 9 Provisionen. Das heißt, wir brauchen insgesamt 16 Punkte Ressourcen, kriegen wir 18 Punkte. Das klingt jetzt erstmal nicht ganz so hart, aber ich denke mal, diese Karte wird einige wieder sehr kalt überraschen können. Denn ja, 18 Punkte aus Feld für. Ist das jetzt dein Ernst? Nur weil ich dich gemobbt habe, hä? Katzenschwanz. 18 Punkte aus Feld für 9 Provisionen und 7 Münzen
ist ein relativ harter Temposwing und damit muss man erstmal wieder rechnen. Ne? Ich denke mal, das wird ein Problem vielleicht von einigen Leuten sein, dass sie nicht bedenken, dass man halt so eine starke Karte jetzt ausspielen kann. Er ist im Prinzip wie eine weitere Philippa Eilhardt. Beide in einem Deck zu spielen, kann tatsächlich sehr, sehr, sehr viele Münzen kosten, gerade wenn man noch andere Sachen hat. Ne? Er ist aber trotzdem, finde ich, meiner Meinung nach eine ziemlich gute Karte, weil er bringt einfach sehr viel Tempo aufs Feld. Der Gegner muss damit erstmal so klarkommen. Viele rechnen mit einer Philippa, was ist auch, wenn man gleichzeitig noch einen Swavola spielt oder vielleicht einen von beiden auf der Hand hat. Nachteil ist, beide brauchen ziemlich viele Münzen. Das heißt, man muss auch irgendwie vielleicht ein paar mehr Münzkarten oder Münzgenerierer in seinem Deck spielen. Aber trotzdem eine sehr starke Karte. Man sollte diese 18 Punkte nicht vernachlässigen. Und man muss immer damit rechnen, dass das Syndikat 18 Punkte in einem Zug machen kann jetzt. Denn, ja, der Frightener ist real. Kommen wir wieder zur nächsten Karte, den Verteidiger für Skellige, der vorletzte Verteidiger, ein Verteidiger fehlt uns noch, das ist der für Squirtle. Ich glaube, sonst haben wir alle gesehen bis jetzt, ja, ich glaube, sonst haben wir alle gesehen. Sehr interessanter Verteidiger, 9 Provisionen, 7 Punkte, Verteidiger, Berserker 6, am Ende der Runde generiert diese Karte eine Rüstung. Das heißt also, diese Karte hat selber von sich aus keine Rüstung, ist nur 7 Punkte, das heißt, man könnte sie vielleicht leichter zerstören als andere mit einer sehr hohen Schadenskarte, aber... Wenn diese Karte einmal geschädigt wurde, kriegt sie am Ende der Runde immer ein bisschen Rüstung. Wir haben bei Skellige schon Karten gesehen, die die Rüstung geben können. Das heißt, man sollte diesen Verteidiger auch nicht unterschätzen. Ist trotzdem eine relativ gute Karte, auch vielleicht sogar in einem Selbstschädigungsdeck, weil man könnte diese Karte ausspielen, könnte sie selber einmal angreifen, dann hat sie eine Rüstung. Ob das die gute Sache ist, weiß ich nicht, weil eine Rüstung ist natürlich, ja... Weiß ich nicht. Es gibt viele, oder es gibt einige Karten, die machen halt mehr Schaden, wenn die Karte Rüstung hat. Ist es so wertvoll, dann einen Lebenspunkt für eine Rüstung zu opfern? Aber der Gegner muss die halt wegkriegen, und zwar in ein oder zwei Zügen, weil ansonsten wird diese Karte einfach nur dauerhaft ein bisschen Rüstung generieren. Ein sehr interessanter Verteidiger und ja, ich denke auch mal, der wird einiges an Play sehen. Selbst wenn man halt den Verteidiger-Effekt wegpurified, sind das immer noch 7 Punkte. Dann kommen wir zur nächsten Karte, die gute. Die heißt übrigens Convent of Steel oder so hieß die. Weiß ich nicht mehr ganz genau. Dann kommen wir zur nächsten Karte und zwar Armory. Armory, 6 Provisionen, boostet einer um 6 Punkte und gibt dir 3 Rüstung. Ist ähnlich wie ein... Was machst du denn? Kannst jetzt hör auf, dich am Mikro zu reiben. Die kommt auch nur, wenn ich aufnehme. Du kommst immer nur, wenn ich aufnehme, weil du genau dann weißt, dann bin ich abgelenkt. Dann gebe ich dir nicht die Aufmerksamkeit, die du willst. Und dann kommst du an, hä? Unglaubliche Katze. Armory, ja, ist im Prinzip wie Sangreal, gibt auch schon eine Karte für 6 Provisionen, die boostet um 6 Punkte, gibt allerdings ein Schild. Die Frage ist, ob man diese Rüstung irgendwie mit Karten effektiv nutzen kann. Ansonsten wird das wahrscheinlich auch eine Karte wie Sangreal sein, die nicht allzu viel Play sehen wird. Es ist durchaus keine schlechte Karte, 6 Punkte, 6 Provisionen, 3 Rüstung. Aber man will natürlich vielleicht immer so ein bisschen mehr rausholen. Und gerade 6 Punkte zu boosten, ist natürlich in Zeiten, wo blutiger Baron unterwegs ist, wo vielleicht ein Leo Bonhart oder ein Peter unterwegs sind. Hau noch das Glas um. Relativ knifflig. Also von daher ist es ein guter Grund, warum man diese Karten nicht so häufig sieht. Machen wir dann in der nächsten Karte. Percival Schuttenbach. Genau wie Barnabas Beckenbauer. Eine sehr interessante Karte, die vielleicht in einigen Decks, gerade in Harmonie-Decks, Anhalt finden wird, denn diese Karte hat eine Besonderheit. 7 Provisionen, 4 Punkte, 3 Rüstung mit Harmonie 2. Das heißt, jedes Mal, wenn wir eine Karte ausspielen von einem einzigartigen Squirtle-Aktteil, boostet sich diese Karte um 2 Punkte. Was natürlich relativ stark ist. Harmonie-Decks sind momentan die Top-Tier-Decks, die sind sehr stark. Das Besondere, was ich an dieser Karte auch noch mag, ist, es ist ein weiterer Gnom. Das heißt, Harmonie-Decks haben jetzt sogar die Möglichkeit, 2 Gnome zu spielen. Barnabas Beckenbauer ist erstmal so gut, weil er uns sehr viele Punkte bringt und weil Barnabas Beckenbauer einfach ein Gnom ist. Das heißt, jede Harmonie-Karte auf dem Feld wird noch einmal hochgeboostet. Wenn wir jetzt halt natürlich einen Gnom haben, der auch mit Harmonie funktioniert, dann ist es vielleicht sogar noch ein bisschen besser. Also diese Karte boostet sich genauso viel wie ein Wasser vom Brockylon, nur bringt erstmal weniger Punkte, kostet auch dafür weniger Provision. Ich denke mal, das ist eine Karte, die wird man auf jeden Fall in Harmonie-Deck sehen. 7 Provisionen, für, da wird man Platz machen wahrscheinlich. Es ist eine ziemlich gute Point-Karte und der Gegner muss sich auf jeden Fall um diese kümmern. Was natürlich allerdings auch nicht allzu schwer ist, weil wir haben genug Karten gesehen. Es ist genau dasselbe wie bei Nilfgaard Assimilieren-Karte. Wir haben genug Kartenoptionen, die sofortig Schaden verursachen können. Wir hätten zum Beispiel Piercing Missiles, wir hätten die skellige Vierer-Schadenskarte und es gibt sogar noch eine weitere, die wir nachher sehen werden. Aber ja, machen wir erstmal weiter. Mit Dragon Turtle, Draco Turtle, eine, ja, wunderschönes Artwork.
auch eine Karte, die wahrscheinlich schon im Trailer gesehen wurde. 12 Provisionen, 6 Punkte, 6 Rüstung. Immer wenn diese Einheit Rüstung verliert, boostet sie sich selber um den verlorenen Rüstungswert. Ist eine interessante Karte. Kann auch durchaus ihre 12 Punkte machen, allerdings muss man ihr dafür erstmal 6 Schaden selber zufügen. Skellige hat eine Menge Möglichkeiten, sich selber zu schädigen. Schon allein durch die Priester, durch die neuen Karten, die wir gesehen haben, können sie sich angreifen. Harald Hundeschnauze könnte diese Karte angreifen und das will uns im Prinzip nur einen Punkt bringen. Wir können auch sagen, wir lassen diese Karte vielleicht auf 7 Punkte mit 5 Rüstungen. Der Gegner will diese Karte natürlich nicht angreifen. Und wir können dieser Karte sogar nochmal Rüstung nachschenken. Ne? Es gibt Möglichkeiten, wie zum Beispiel Bootsbauer, die einer Karte Rüstung geben, die nochmal eine Karte, oder die gerade die Drakotüttel nachboosten können. Das Problem an dieser Karte ist, sie ist kein starker Finisher. Sie muss vorher ein bisschen auf dem Feld liegen, damit sie Schaden natürlich kassieren kann. Weil wenn man sie so als einfach nur als Finisher spielt, ist diese Karte nur 6 Punkte für 12 Provisionen. Das ist sehr, sehr, sehr schlecht. Ne? Das heißt, gerade wenn man sie mit einer großen Eiche vergleicht, ist es nicht so eine Karte, die als allerletztes gespielt wird. Das heißt, diese Karte ist, wenn sie über einen gewissen Punkteanzahl kommt oder wenn die Rüstung entfernt wurde, angreifbar für einen Peter. Weil die Hälfte ihrer Punkte gehen durch einen Peter drauf. Das ist natürlich nicht so toll. Und das macht die Karte natürlich um einiges schlechter. Frage ist natürlich, möchte man lieber einen Olaf spielen, der sich im Prinzip auf genauso viele Punkte boosten kann, oder möchte ich lieber die Drakotüttel spielen, oder möchte ich beide spielen? Wobei für beide weiß ich nicht, ob genug Provision im Deck vorhanden ist. Es wäre tatsächlich eine Möglichkeit. Dann ist natürlich die Frage, ob man genug Selbstschädigungsoptionen hat. Ne? Knut ist zum Beispiel eine sehr gute Karte. Aber Knut funktioniert auch wirklich besser mit einem Olaf, weil wir nehmen halt nur die Hälfte der Stärke von der Turtle und fügen Schaden zu, ne? Also von daher ist Olaf eher so, Knut eher sowas für Olaf. So war das. Andersrum, Knut. Ich meinte Knut. Ich meinte die ganze Zeit Knut. Ihr habt es euch natürlich schon wieder gedacht, aber ist auch egal. Es ist eine sehr interessante Karte, aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob die sehr, sehr viel Spiel sehen wird. Ich denke mal, im Selbstschädigungsdeck, andere skellige Decks werden diesen Effekt vielleicht nicht so utilisieren können. Wobei, es gibt da vielleicht noch den einen oder anderen Zusammenhang mit einer anderen Karte, der die Drakotürtel relativ gut machen kann. Auch in Verbindung mit einer Anführerfähigkeit, die wir aktuell nicht so häufig sehen. Machen wir weiter. Wir haben den One-Eyed Betsy, einen lustigen Zyklopen. 10 Provisionen, 4 Punkte, 2 Rüstung, fügt einer gegnerischen Einheit 4 Schaden zu. Also diese Standard 10er, 4 Punkte, 4 Schaden. Wenn der Gegner allerdings Rüstung hat, fügen wir ihm stattdessen 6 Schaden zu. Das heißt, sobald der Gegner ein bisschen Rüstung hat, fügen wir ihm ein bisschen mehr Schaden zu. Ne? Dadurch, dass der Gegner halt, sagen wir mal, 2 Rüstung hat, fügen wir ihm trotzdem nur 4 Schaden zu. Aber das ist eine Karte, die könnte gerade Karten, die ihren Rüstungswert weghaben müssen, sehr schädigen. Und Karten, die sich dadurch vielleicht sogar zerstören würden. Ne? Das heißt, One-Eyed Betsy ist tatsächlich eine sehr interessante Karte. Frage ist, ob diese 2 extra Schaden ausreichen, um Betsy über andere Karten zu spielen. Durchaus keine schlechte Karte, aber ich denke mal, es wird eher sowas wie Ouija's Bluetooth eine Karte sein, die man nur ab und an mal sieht, wenn sie wirklich gebraucht wird. Aber ja, schade, dass man nicht seine eigenen Karten angreifen könnte, sonst könnte man mit dieser Karte die Drakotüttel sofort ihre 4 Rüstung wegnehmen. Ne? Aber ja, geht leider nicht. Trotzdem eine sehr interessante Karte. Dann haben wir die Freie Kompanie. 8 Provisionen, 6 Punkte, eine Rüstung, Ausspieleffekt, boostet alle Banditen um einen Punkt. Wir haben sehr viele neutrale Karten gesehen, die Banditen sind. Das heißt, Banditen sind so ein neutrales Thema. Und wenn wir so ein Banditendeck mal sehen, dann werden wir wahrscheinlich auch die Freie Kompanie sehen. Weil diese Karte ist durchaus relativ gut. Ne? Ist im Prinzip wie sowas wie ein Morwood. Das Problem ist halt nur Banditen, ich weiß nicht, ob dieses Deck sich durchsetzen wird. Das wird vielleicht mein lustiges Gimmick-Deck, aber ich denke nicht, dass das wirklich ein sehr, sehr, sehr starkes Deck sein wird. Ich kann mich aber auch irren und Banditen können übelst dominieren. Bin ich mal relativ gespannt. Aber ja, Freie Kompanie, eine sehr interessante Karte. Machen wir weiter mit dem Professor, auch ein Charakter aus Witcher 1, den man vielleicht kennen sollte, wenn man das Spiel gespielt hat. 11 Provisionen, 6 Punkte. Ausspieleffekt, gibt einem gegnerischen Einheiten Kopfgeld und fügt ihr gleichzeitig 3 Schaden zu. Wenn man noch vorher Tribut von 3 zahlt, ignoriert das Ziel die gegnerische Rüstung. Eine sehr interessante Karte, weil wir geben einer gegnerischen Einheit ein Kopfgeld und fügen ihm 3 Schaden zu. Das heißt, wir kriegen halt 6 Punkte aufs Feld, plus 3 Schaden, plus ein Kopfgeld, gerade ein Kopfgelddecks. Und wir haben auch gesehen, andere Salamandra-Karten funktionieren relativ gut mit Kopfgeldern.
dann ja, durchaus eine interessante Möglichkeit, auch noch eine weitere Möglichkeit, Kopfgeld zu geben. Kostet leider nur 11 Provisionen, also ist ein relativ teures Vergnügen. Aber ein Kopfgeld zu geben, ist schon allein 3 Provisionen wert. Und 3 Schaden zu machen, ist eigentlich auch schon 3 Provisionen wert. Ne? Also insgesamt kriegen wir hier 12 Punkte für 11 Provisionen, was diese Karte durchaus nicht so verkehrt macht. Gut, es gibt noch die Hexenjäger-Henke, aber die wird man sowieso nicht spielen. Aber wenn man sich jetzt zum Beispiel an Caleb Menge denkt, da muss man 3 Münzen zahlen, um Kopfgeld zu geben. Es ist eine sehr interessante Karte. Kopfgelder sind eine sehr starke Mechanik. Und wir hätten hier noch eine weitere Karte, die ein Kopfgeld geben kann und sogar vielleicht sogar was töten oder schädigen kann. Die Rüstung Ignoranz könnte natürlich auch relativ gut werden, wenn man irgendeine kleinere Engine entfernen muss. Weiß ich nur nicht, ob das so wichtig ist. Ja. Aber selbst wenn man nur ein Kopfgeld setzt, ist diese Karte, also nur für ein Kopfgeld setzen, ist diese Karte tatsächlich nicht so toll. Wenn man allerdings schon Kopfgeld setzen kann und gleichzeitig auch noch schädigen kann, ist sie relativ toll. Es ermöglicht vielleicht wieder so ein bisschen mehr Kopfgeld-Kombos, da man momentan nur ein Kopfgeld selber setzen kann. Aber ja, ist eine interessante Karte. Ich würde sie durchaus nicht unterschätzen. Und ich denke mal, wenn Kopfgelder gespielt werden, könnte man auch den Professor nochmal so als zusätzliche Karte sehen. Machen wir weiter mit der nächsten Karte. Wir haben die Endriagen Königin, ist das, glaube ich. Übrigens wirklich ein wunderschönes Artwork, wie sie sich gerade hier ein Reh snackt. 7 Provisionen, 5 Punkte, eine Rüstung. Ausspieleffekt, konsumiert eine verbündete Einheit und bekommt ihre Rüstung. Mit einem Barricade-Effekt am Ende der Runde fügt sie sich selber einen Schaden zu und spawnt eine Drohne in diese Reihe. Ist im Prinzip eine Karte, die bringt uns so an sich 6 Punkte, weil am Ende der Runde wird sie sich die Rüstung entfernen und wird eine ja, weitere Drohne spawnen. Diese Karte ist allerdings in einer anderen Hinsicht relativ toll, weil wir kriegen eine Menge 1er Drohnen gespawnt. Das heißt, wir können eine Menge 1er Drohnen erschaffen. Diese 1er Drohnen können wir dann mit der Kikimora-Königin hochboosten mit dem Thrive-Effekt. Wir können sie mit einem Arrakas-Beomorph hochboosten. Viele 1er Drohnen auf dem Feld zu haben, funktioniert auch mit anderen Insekten relativ gut. Und momentan sind so Insekten halt der Arc-Type. Ne? Wir haben Insekten gesehen, die haben einen Rüstungswert, die könnte man sogar konsumieren. Das heißt, es ist durchaus eine gar nicht mal so schlechte Karte. Und einige Insektenkarten funktionieren auch. Selbst wenn man ein normales, wenn man einen normalen Konsumeffekt hat, ist diese Karte nicht allzu schlecht. Ne? Wir kriegen vielleicht einen Punkt weniger, aber selbst für einen normalen Konsumeffekt ist diese Karte nicht wirklich so schlecht. Aber selbst dann könnte man sie spielen. Es gibt bessere Optionen, aber es ist jetzt nicht so unspielbar. Das ist eigentlich trotzdem noch eine relativ gute Karte. Wenn wir allerdings Rüstung kriegen, gibt uns diese Karte auch nochmal ordentlich Rüstung über Zeit. Und das macht es eigentlich sehr interessant. Und gerade, wie gesagt, mit diesen ganzen neuen Insekten könnte es durchaus eine starke Karte werden. Aber ja, ich denke mal, ein Insektendeck wird diese Karte spielen. Vielleicht sogar auch ein Todeswunsch-Deck, weil es noch eine weitere Konsumeinheit ist. Wobei Todeswunsch ist halt... hat nicht so viel Support bekommen. Ne? Es fokussiert sich in dieser Erweiterung alles auf diese Insekten. Dann kommen wir zur letzten Karte. Surrender. 8 Provisionen. Ein weiterer Zerreißenseffekt. Entfernt 2 Rüstungen von allen Einheiten in einer Reihe und fügt ihnen dann 2 Schaden zu. Ist im Prinzip ein Zerreißen, was eine Provision mehr kostet. Allerdings effektiv gesehen, wenn eine ganze Reihe Rüstung hat, dann fügen wir ihr stattdessen 4 Schaden zu. Und selbst wenn sehr viele Rüstungseinheiten gespielt werden, ist diese Karte relativ toll. Ist natürlich auch gerade gegen Drakotürtel eine relativ unangenehme Karte, weil man boostet diese Karte dann direkt um 4 Punkte. Aber ja, 2 Rüstungen zu entfernen, gerade für so kleinere Einheiten, die Rüstung haben, die vom Feld müssen, wie zum Beispiel die Zwerge, die wir letzte Enthüllung gesehen haben, die eine Rüstung haben und 2 Stärke, kann man nicht so leicht mit dem Zerreißen töten. Das heißt, hier müsste man tatsächlich diese Karte anwenden, um diese Zwerge zu entfernen. Ich denke mal, es wird so eine Nischenkarte bleiben, wie Zerreißen selber. Und dann ist halt auch die Frage, ob der Gegner, man kann aber von dieser Karte tatsächlich nur eine spielen, weil es eine Goldkarte ist. Dann ist halt die Frage, wir sehen Zerreißen ab und an mal, wenn der Gegner natürlich viel Rüstungsswarm spielt, dann ist Surrender eine ziemlich gute Karte, weil dann ist es einfach nur ein besseres Zerreißen. Wenn der Gegner nicht sehr viel Rüstungsswarm spielt, dann wird diese Karte einfach nur untergehen. Und vielleicht sogar, wenn der Gegner nicht so viele Rüstungseinheiten spielt, ist vielleicht sogar ein Zerreißen besser. Aber ja, diese Erweiterung hat fast alles eine Rüstung. Frage ist, ob das so mit dem Trend mit den nächsten Erweiterungen auch noch bleiben wird oder ob wir dann ab und an nur Rüstungskarten sehen. Surrender könnte tatsächlich eine sehr interessante Karte werden. Frage ist halt nur, wie viele Rüstungen und wie viele Einheiten werden gespielt. Aber ja. Ist auch zum Beispiel so eine Karte, die könnte die, sag schon, kleinen Insekten hier. Ich
habe den Namen vergessen, die Larven, Endriagen Larven, könnte sie mit einmal vernichten, weil die kommen mit 4 Punkten ausfällt. Und da könnte man sofort 2 damit vernichten. Haben wir nur 8 Provisionen verwendet, um eine 5er Provisionseinheit zu zerstören. Ich weiß nicht, ob ich das würfelt ist. Aber ja. Von daher haben diesmal ein paar sehr starke Karten gesehen. Auch diesmal gerade so, ich sag mal, Syndikat ist so ein bisschen der Favorit gerade für diese Enthüllung gewesen. Svavola und der Professor, beides sehr interessante Karten, können auch beide durchaus ziemlich stark sein. Gerade weil es der Professor auch nochmal die Rüstung entfernen kann und es dann trotzdem wieder Münzen gibt mit seinem Tribut. Also gerade um solche kleineren Engines auszuschalten, ist der relativ gut. Wenn nicht, gibt er uns ein Kopfgeld, schädigt. Svavola, 18 Punkte, sehr gefährliche Karte wieder, aber nicht OP. Ich weiß, dass es da draußen wieder Leute geben wird, die werden sagen, das ist die neue Philippa, die Karte ist komplett OP, weil sie uns 18 Punkte aufs Feld bringt. Nein, wie gesagt, wir brauchen 7 Münzen und die Karte kostet selber 9 Provisionen. Philippa hat den Vorteil natürlich, dass sie uns noch Engines vom Gegner klauen kann, die noch mehr Punkte verhindern. Aber, und wir vielleicht dann nicht ganz so viele Münzen brauchen, aber beide sind ungefähr vom Power-Level gleich auf. Philippa, würde ich sagen, ist sogar noch ein Ticken nerviger und noch ein Ticken stärker. Beides aber sehr starke Power-Karten. Und ja, es sind Karten, die würde ich mir tatsächlich für Nilfgaard oder so wünschen, dass es solche Effekte für Nilfgaard geben wird, weil Nilfgaard bräuchte solche Karten unbedingt. Oder wenigstens ein bisschen. Aber ja, das war's mit dieser heutigen Enthüllung. Jetzt hat die Katze sich erschreckt. Morgen wird es vielleicht nochmal ein Enthüllungsvideo geben oder übermorgen. Und spätestens übermorgen, also am 2. Oktober, wird es einen sehr langen Streamtag geben. Vielleicht auch noch am 3. Oktober wird es einen sehr langen Streamtag geben. Diese Streamtage werden nur wahrscheinlich ohne Julia sein, weil die muss leider diese Woche ziemlich hart arbeiten, weil die gerade ein besonderes Event bei sich hat, was natürlich sehr, sehr doof ist. Aber ja, ich bedanke mich fürs Zusehen. Wie gefallen euch die neuen Karten? Was haltet ihr von ihnen? Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, haut rein und ciao. In the game of kings, one must remain vigilant. Lest lesser men take advantage. My advisors speak of strategy like chess. Yet beasts need no such thing to dominate. We must invest in our arms and capabilities. Or see our strategy fail unfairly. Our foes will not hesitate to bear their full strength. And neither should we bow before your rightful king.